Also wenn ihr selbst bei den Grafikkartenpreisen aktuell nicht zuschlagt, tja, dann seid ihr wirklich selbst schuld. Aua! Hallo und willkommen zu einem weiteren News-Video eures Lieblingsmontis. Na, das war doch mal ein super Einstand für alle Mitglieder des Grafikkartenschutzvereins. Aber ihr werdet es leider nicht verhindern können. Grafikkarten müssen bei mir nun mal leiden. In der Regel allerdings eher in Sachen Benchmarks, Gaming und Stresstests. Aber ab und an halt auch mal anders. Wobei man mit Grafikkarten ja lange, lange Zeit sehr, sehr vorsichtig umgehen sollte. Denn es gab ja mal Zeiten, da waren Grafikkarten gefühlt mehr wert als das gleiche Gewicht in Gold. Denn letztes Jahr erwischte es alle Gamer und offensichtlich auch Nvidia und AMD eiskalt. Der Mining-Boom war da und besonders Grafikkarten der unteren und mittleren Leistungsklasse verkaufen sich besser als Bilou-Schaum von Bibi. Wobei ich ganz klar sagen muss, dass die Grafikkarten selbst zu den hohen Preisen einen deutlichen Mehrwert hatten. Jedenfalls waren Grafikkarten selten so teuer. Sehr teuer sogar. Und das betraf hauptsächlich AMD-Grafikkarten. Selbst als die EX Vega rauskam, wurde diese lange Zeit nirgendwo in unserem Universum zu den empfohlenen Verkaufspreisen angeboten, sondern immer weit, weit darüber. Nun zählt der hiesige Kalender aber bereits 2019 Jahre und alles ist deutlich entspannter. Die Mining-Blase ist ja quasi geplatzt und besonders Nvidia saß auf einem riesigen Haufen überproduzierter Chips. Die Preise sanken, nur bei AMD sah es ja lange trotzdem irgendwie nicht viel besser aus. Ich bin ehrlich, trotz der elendigen Diskussion um die hohen Preise von Nvidias RTX-Karten habe ich die Preise in den letzten Monaten nur eher rudimentär verfolgt. Und nun, tja, aktuell ist leichte Newsflaute und ich hatte mal ein bisschen Zeit, mich ein bisschen umzugucken und euch mal ein aktuelles Preisupdate zu liefern. Denn ich war schockiert, was da zurzeit los ist. Und zwar im positiven Sinne. Allerdings hauptsächlich bei AMD. Denn die Preise von AMD-Grafikkarten sind aktuell wohl im freien Fall. Naja, und bei Nvidia, da sind es leider nicht nur die Preise. Aua! Daher mal kurz eine Übersicht der aktuellen Preissituation. Fangen wir mal oben an bei den RX Vega Karten. Eine RX Vega 64 sollte ursprünglich ja für 499 Euro den Besitzer wechseln. War lange Zeit aber nicht mal ansatzweise in diesem Preisbereich und erst vor ein paar Wochen für genau diesen Betrag auch zu bekommen. Und was ist heute? Wenn man den günstigen Tiger mal die Peitsche gibt, spuckt er doch glatt 369 Euro für eine RX Vega 64 von MSI aus. Ja, okay, das ist jetzt eine mit DAE-Kühlung, aber allgemein liegen die Preise bei nur wenig über 400 Euro. Und bei speziellen Angeboten sogar auch oft deutlich darunter. Wenn man bedenkt, dass es hier bei Nvidia nur die RTX 2070 für mindestens 500 Euro gibt, ist das doch eine Überlegung wert. Allerdings muss man dann natürlich auf die RTX-Funktion verzichten. Zur Info, GTX 1080 und 1070 Ti sind fast durch die Bank nicht mehr erhältlich. Und das ist wohl ein Grund, dich vielleicht mal ein bisschen besser zu behandeln, oder nicht? Auch die RX Vega 56 ist zurzeit ein Schnapper und sogar günstiger als die vergleichbar schnelle RTX 2060 hier. Custom-Modelle mit vernünftiger Kühlung wie diese Power-Color-Version hier gibt's für schlappe 349 Euro. Aber auch alle anderen Modelle liegen nur unwesentlich darüber. In meinen Kommentaren wurde sogar schon von Vega 56 Karten für unter 300 Euro berichtet. Hier sollte man aber genau aufpassen, wer diese Preise denn auch anbietet. Okay, die Preise der RX Vega Karten sind toll, aber ich gebe es zu, meine Kinnlade, die hält sich eigentlich noch ziemlich wacker hier oben. Der Knaller, der kommt nämlich jetzt erst bei den RX 500er Karten. So günstig waren spielbare FPS noch nie. Ja, so könnte eigentlich AMDs neuer Werbeslogan heißen. Die RX 590 ist aktuell die schnellste Polaris-Grafikkarte und noch ziemlich neu am Markt. An sich jetzt nichts weiter als eine getunte RX 580, die vor nicht allzu langer Zeit noch eine 3-Form-Preis hatte. Nun gibt's das Schmuckstück als Fatboy-Version von XFX für knappe 240 Euro. Das muss man sich mal auf der Netzhaut zergehen lassen. 240 Euro. Da fällt die Wahl nicht schwer, wenn man in diesem Preisbereich zuschlagen will. Die GTX 1060 6 GB kommt da nicht wirklich mit. Okay, die RX 580 ist nur unwesentlich langsamer. Kein Problem. Dafür aber nochmal knapp 50 Euro günstiger. 50 Euro sind in diesem Bereich eine Ansage. Wieder ist es mal eine XFX-Karte. 186 Euro für eine RX 580 mit 8 GB. Zu diesem Preis könnte ich mir das Ding eigentlich ganz gut im berühmten Mediamarkt-Wühltisch vorstellen. Ach, weißt du Schatz, die packe ich auch noch ein. Und die letzte noch empfehlenswerte Karte von AMD ist die RX 570.
Eigentlich war sie immer schon der Preis-Leistungskönig bei AMD, da halt nur unwesentlich langsamer als die 580er und deutlich günstiger, besonders natürlich mit 4 GB. Aber auf die 4 GB Variante muss man gar nicht mehr zurückgreifen, denn für läppische 156 Euro gibt's die PowerColor Red Dragon. Hier waren vor kurzem noch an die 30 Euro mehr fällig. Kurz zur Info noch am Rande, ein paar günstige Grafikkarten habe ich euch auch noch unter diesem Video hier verlinkt. Bei diesen Preisen müssten sogar viele Nvidia-Fans zugeben, dass man da kaum noch Nein sagen kann, oder nicht? Ich jedenfalls bin echt begeistert. Okay, ja, bei Nvidia sieht es leider nicht ganz so rosig aus, denn die RTX-Karten sind nun mal allgemein extrem teuer. Und warum das so ist, habe ich übrigens in einem anderen Video erklärt. Und welche Überraschung, ich habe das Video doch glatt in der Infobox hier oben verlinkt. Und die GTX-Karten, tja, zumindest die schnellen, sind durch die Bank ausverkauft. Lediglich ein paar einsame GTX 1070 sind noch zu finden, die einen neuen Besitzer suchen. Allerdings zu eher überhöhten Preisen. Ja, und dann bleibt halt noch die GTX 1060, die aber auch in den letzten Zügen liegt. Denn die GTX 1660 Ti steht als Nachfolger schon in den Startlöchern. Trotzdem hat sich preislich bei der 1060 kaum etwas verändert. Durch die Bank sind noch weit über 200 Euro dafür fällig. Und ja, da greife ich persönlich doch lieber zur deutlich günstigeren RX 580 von AMD. Immerhin ist die in meinen Augen einzig noch sinnvolle einzusetzende Gaming-Grafikkarte, die GTX 1050 Ti, etwas im Preis gefallen. Ehemals 170 bis 200 Euro kann man jetzt schon ab ca. 150 Euro zuschlagen. Aber ganz ehrlich, auch hier schnappe ich mir doch lieber die RX 570 von AMD, die noch ein paar FPS mehr draufpackt und das gleiche kostet. Noch kurz zurück zu den RTX-Karten. Ja, diese sind besonders als Founders Edition immer noch unverändert sauteuer. Und ja, das wird auch ziemlich sicher erstmal so bleiben. Custom-Modelle gibt es mittlerweile aber doch ein paar sehr, sehr günstige Exemplare. Besonders Pellet und KFE2 stechen hier hervor. Die Pellet RTX 2080 Ti gibt es hier schon für schlanke 1079 Euro. Soweit man bei 1079 Euro überhaupt von schlanken Preisen sprechen kann. Und die KFE2-Version, okay, ja, das sollte mittlerweile eigentlich jeder wissen. KFE2-Karten sind einfach immer mit die günstigsten am Markt und alles andere als schlecht. Die 2080 bekommt man ab ca. 650 Euro und die 2070 ab 480 Euro. Preise weit, weit unterhalb der Nvidia Founders Editions. Aber ganz wichtig, bevor ihr zuschlagt, die günstigen RTX-Karten nutzen in der Regel einen Chip, der sich weniger gut übertakten lässt, als die der teuren Karten. Und diese sind auch von Haus aus dann natürlich nicht übertaktet, so wie diese hier zum Beispiel. Wer damit aber leben kann, der kann eine ganze Menge Geld sparen. Okay, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Okay, also, so, das war's jetzt, glaube ich. Wir haben soweit, glaube ich, alle nennenswerten Karten besprochen. Und wisst ihr was? Ich finde es total geil, dass besonders AMD-Karten gerade so günstig sind. Vergesst doch einfach den leicht höheren Stromverbrauch gegenüber Nvidia. Das sind nämlich nur wenige Euro pro Jahr. Da lohnt es sich tatsächlich besser, den günstigen Preis mitzunehmen. Jetzt stellt sich die Frage, warum sind die Preise denn jetzt so im Keller? Verdammt schwer zu beantworten. An sich gibt es nämlich gar keinen Grund dafür. AMDs Radeon 7 ist keine echte Konkurrenz, genauso wie Nvidias RTX-Karten. Und die GTX 1660 bzw. 1660 Ti gibt es noch gar nicht, da die GTX 1060 noch verfügbar ist. Aber für günstige Preise gibt es eigentlich immer irgendeinen Grund. Und der, den ich jetzt nenne, das ist pure glaskugelfreie Vermutung. Daher legt das jetzt bitte nicht auf die Grafikkartenwaage. Eventuell hat nämlich schon der Abverkauf der RX-Karten begonnen, um Platz für die nächste Generation zu machen. Das ist jetzt auch gar nicht unmöglich, denn AMD hüllt sich hier wirklich in Schweigen und auch Gerüchte gibt zurzeit kaum noch zu AMDs Navi. Es heißt lediglich, dass Navi 2019 erscheinen soll. Wann genau und ob Navi nun wirklich nur die Mittelklasse oder auch High-End-Karten bedienen soll, ist ebenso unklar, wie ob es auch eine kleinere Variante der Radeon 7 geben wird. Für mich aber eine durchaus gute Erklärung für die günstigen Preise aktuell. Ich jedenfalls würde mich echt freuen, wenn wir auf Navi nicht mehr allzu lange warten müssten. Noch dazu habe ich dann auch wieder reichlich Newsfutter für euch. Was denkt ihr? Wird es Zeit für Navi oder reichen die RX-Karten noch aus? Macht doch einfach in meiner fantastischen Umfrage hier oben mit oder ja, tobt euch in den Kommentaren aus. Und ich persönlich, ich empfehle eigentlich eine Kombination aus beiden. Ist eigentlich das gleiche wie mit dem Like- und Abo-Button. Immer schön beides kombinieren. Außer, dass ihr natürlich schon abonniert habt, denn wer dann auf den Abo-Button drückt, der erlebt ganz, ganz fürchterliche Dinge. Das wünscht man nämlich seinem ärgsten Feind nicht. Kein Abo bei Monty. Oje, ich habe schon wieder einen schlechten Witz gerissen. Tja, leider gefällt das auch nicht jedem. So zum Beispiel den Crash Kids.
ich mag deinen Kanal und deine Berichte, aber deine nicht witzige Comedy nervt schon langsam. Weniger ist mehr. Ansonsten weiter so. Und stopp, Leute. Nicht haten. Denn der Kommentar war eine völlig sachliche und trotzdem freundlich geschriebene Kritik. Und solche Kommentare mag ich sehr. Denn Kritik ist natürlich immer willkommen, solange sie sachlich und ohne Beschimpfung daherkommt. Daher auch erstmal vielen Dank für den Kommentar und natürlich auch fürs Lob. Und na klar, mir ist bewusst, dass meine Videos zum Teil ja schon sehr speziell sind. Aber das muss man bei YouTube auch sein. Und auch der Humor ist natürlich nicht jedermanns oder natürlich auch jeder Frau Sache. Aber das gehört einfach dazu. Denn das hier, das bin ich. Denn ich sitze tatsächlich nicht stundenlang rum und überlege mir hier irgendwie welche Gags. Das sind wirklich alles spontane Einfälle, die ich persönlich einfach lustig finde. Und ich mache, was ich gut finde. Denn ich habe es euch schon mal gesagt, ich gucke meine Videos tatsächlich selbst ganz gerne an. Und dann habe ich für mich auch alles richtig gemacht. Besonders wenn ich so viele Fans habe, die diesen teils wirklich extrem flachen Blödsinn einfach feiern. Wenn ich aber so Dinge wie das Quälen meiner armen GTX 1070 Ti hier einfach streichen würde, dann würde mir das alles hier einfach nur noch halb so viel bzw. gar keinen Spaß mehr machen. Und selbst wenn es 10-mal mehr Klicks dafür bringen würde, wäre das nichts für mich. Denn ja, ich freue mich wahnsinnig, dass mein Kanal aktuell so wächst. Aber wie ihr alle wisst, tue ich nicht alles dafür. Also bleibe ich mir weiterhin selbst treu und lasse auch den Mist mit diesen nervigen Clickbait-Thumbnails einiger anderer Kanäle sein. Aber ja, ich gebe es zu, ein ganz klein wenig Clickbait muss auch bei mir manchmal sein. Langer Rede, kurzer Sinn, Crash Kids, du musst leider weiter damit leben, dass hier Grafikkarten misshandelt und Threadrippers verunglimpft werden. Ich find's lustig und wer nicht, tja, tschüss. Da mir spontan keine sinnvolle Überleitung eingefallen ist, kommen wir nun direkt zur Umfragebesprechung. Allerdings nicht das des letzten Newsvideos, denn dort ging es um Konsolen und das würde den meisten hier eventuell gar nicht gut passen. Daher habe ich mir einfach mal die Umfrage des letzten Videos zu AMD Radeon 7 rausgepickt, die ja mit enorm viel Grafikkartenspeicher daherkommt. Enorm viel. Extrem viel sogar, nämlich ganze 16 GB. Das ist so viel, dass selbst der RAF von der PC Games Hardware den nicht vollbekommen wird. An dieser Stelle übrigens noch einen schönen Gruß. Und daher gab es eine in meinen alten Augen sehr interessante Umfrage, nämlich folgende. Wie viel Grafikkartenspeicher ist ab WQAD-Auflösung sinnvoll? Der 8 GB Balken ist fast so lang wie ein Threadripper. 72% stimmt für 8 GB, allerdings wenig überraschend. Und so denkt wohl selbst auch Nvidia und gibt selbst an der RTX 2080 nur 8 GB mit auf den Weg. Wobei diese mit UHD ja doch schon ziemlich gut jonglieren kann und ruhig 2 bis 4 GB mehr vertragen könnte. Diese bevorzugen aber lediglich 15% der Teilnehmer. Und Leute, mal ehrlich, 7% stimmt für 16 GB. Kann es sein, dass ihr einen entscheidenden Punkt in der Frage vielleicht übersehen habt? Es geht hier um WQAD. Nennt mir auch nur ein einziges Spiel, das ohne Tricksereien mehr als 11 oder 12 GB benötigt. Wie gesagt, die 16 GB bekommt man aktuell selbst mit brutalsten Methoden nicht voll. Ja klar, 16 GB sind toll. Aber das war jetzt nicht die Frage. 71 von 1826 Teilnehmer sind für 6 GB und sogar 15 haben es gewagt, auf 4 GB zu klicken. Ja, ich habe 4 GB zur Auswahl vorgegeben, aber dass da jemand draufklickt, damit habe ich echt nicht gerechnet. Aber gleich 15 Leute klicken da drauf. Wer war das? Aufzeigen oder in den Kommentaren zu Wort melden und freiwillig die Strafe empfangen. Oder eine sinnvolle Erklärung abgeben. Ihr habt die Wahl. 6 GB kann ich ja mit ganz viel Verständnis noch durchgehen lassen, aber 4? Niemals. Nicht in WQAD. Gut, dass ich noch in Full HD meine Videos produziere, wa? Aber auch dieses Full-HD-Erlebnis hier hat irgendwann leider ein Ende. Sorry, aber ich könnte euch ja maximal jetzt vielleicht noch einen Schwank aus meiner Jugend erzählen. Ach, nee, besser nicht. Und falls ihr mich bzw. meinen Kanal noch anders als mit Abos und Likes unterstützen wollt, kein Problem. Einfach mal einen meiner Amazon-Links als Lesezeichen hinterlegen. Und jedes Mal, wenn ihr bei Amazon was bestellt, einfach über diesen Link reingehen. Dann bekomme ich nämlich eine kleine Provision und ihr zahlt keinen Cent mehr als ohne. Ansonsten stehen weiterhin noch die Möglichkeiten zur Verfügung, mich per PayPal, Tippi oder Patreon zu unterstützen. Alle edlen Spender werden dann auch in unregelmäßigen Abständen in einem meiner Videos erwähnt. Und falls ihr das übrigens nicht wollt, schreibt es einfach dazu. So, und bevor meine Cookies noch trocken werden, hau ich jetzt besser einfach mal rein. Aber nicht zu viel, denn ja, ich musste die Kamera schon ein bisschen weiter wegstellen, da ich sonst nicht mehr ins Bild passe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Jetzt aber.